Die Kinder sind jetzt alle weg. Wir haben keine Kinder mehr zu Hause. Elisa ist jetzt im Kindergarten, feiert da. Johann und Clara haben wir zum Golfen gebracht. Die können da jetzt den ganzen Tag verbringen. Ist so süß, dass sie beiden jetzt dieses Hobby zusammen haben. Falls dich das interessiert, dann kann ich dir gerne einmal Claras Video dazu verlinken. Sie hat einmal auf ihrem Kanal ein Video über ihr neues Hobby gemacht, Golfen, was man dafür alles braucht, wie man das überhaupt spielt und so. Total süß, sie ist ja super begeistert im Moment von ihrem neuen Hobby. Justus und ich haben aber noch was vor. Ich habe dir erzählt, es erwartet Elisa noch eine XXXXXXXL-Überraschung. Die werde ich dir jetzt zeigen. Die müssen wir jetzt nämlich aufbauen. Drück uns bitte die Daumen, dass es funktioniert, denn das ist eigentlich das Party-Highlight. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird es heute ein bisschen schwierig. Das ist jetzt auch draußen in dieser Kiste, die ich dir ganz am Anfang im ersten Vlog dazu gezeigt hatte. Justus, ein bisschen aufgeregt Ich deswegen. bin auch, ich hoffe, das funktioniert alles. Das Paket ist mir ein bisschen zu klein dafür. Ich dachte eigentlich, das wäre ein bisschen größer. Heißt aber, das Ja. Material scheint nicht so dick zu sein. Das ist dann Oh, okay, warte, ich komme, ich ziehe mir noch Schuhe an. Was ist wohl in dieser ominösen Kiste drin? Was könnte es sein? Community darf jetzt noch raten, bevor es ausgepackt wird. wozu braucht man ein Radialgebläse? Radialgebläse. Ist ja drin und Okay. ein Es ist. Wasserschlauch zum Aha, Wasserspritzen. aha. Sehr spannend. Es ist sehr blau. Und verankern muss man es auch. Oha, ist das schwer? Guck mal, hier ist eine Tasche drin. Eine Tasche, ja, das ist gut. Das ist ja Zum extra groß, Aufbewahren. weil alle schon wissen, wenn man es dann zusammenbaut oder nach dem ersten Mal wieder zusammen. Dann wird es bestimmt Falls nicht dann nochmal muss so der nicht klein. mehr. Also merkt ihr das? So klein könnte es aussehen. Das wird nie wieder passieren. Ich verrate es dir, okay? Ich verrate es dir. Es ist eine Hüpfburg. Oh, wie krass ist das? Ich habe mir das schon immer gewünscht für meine Kinder zum Geburtstag. Eigentlich wollten wir eine ausleihen, aber es hat nicht funktioniert, Ja, denn es im war Moment verboten. Immer noch verboten. wegen Corona kann man keine Hüpfburgen ausleihen. Deswegen haben wir uns, beziehungsweise hat Justus entschieden, dass wir jetzt tatsächlich eine kaufen. Ja, wir haben ja viele Kinder. Wir haben Und viele es kommen noch Kinder welche. und es kommen noch welche. Und dann alle diese Druck benutzen. Ja, ich wollte das eigentlich schon immer. Ich wollte schon damals für Johanns Geburtstagsfeiern haben. Immer wieder dachte ich, ja, das wäre doch richtig toll. Aber es, ja, hat irgendwie nie geklappt. Aber dieses Mal haben wir tatsächlich eine gekauft. Ich bin so gespannt, wie das aussieht. Und dieses Wasserrohr da, was du eben gesehen hast, das kann man da anschließen und dann ist es tatsächlich auch wie so eine Wasserrutsche. Also es ist ein richtig tolles Ding. Oh mein Gott, Das ist der Boden, ne? Blau ist der das Boden. ist ja schon mal riesig. Das ist ja noch nicht mal komplett auf. Oh, wie groß ist denn das? OMG. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach du meine Güte. Sieht aus wie so ein Riesenfallschirm. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ja, wo ist oben und Ich unten, will mal ne? irgendwo jetzt mal aufpassen. Ja, das Bunte ist auf jeden Fall oben. Oder? Ja, aber wo ist denn das Loch? Ach so. Gab es keine Beschreibung? Doch, gab es doch hier eine Beschreibung. Justus mal wieder Also guck, typisch. nee, jetzt weiß ich es. Guckt Hier nicht in ganz die hinten Beschreibung. Rutsche, hier ist eine Rutsche. So cool, mit einer Hier ist Rutsche ein sogar. Wasserspritzen. Und wir haben uns Sorgen gemacht, dass das Wetter vielleicht schlecht ist, weil das ist nämlich nicht überdacht. Aber heute ist so tolles Ja, Wetter. wir haben echt viel Glück, ne? Willst du es hier aufbauen? Willst du es nicht ein bisschen nach da drüben aufbauen? Guck mal, also da rutschen wir runter. Ach, Das ist ja total dahin. hoch, wo tun wir es hin, ja. Ja, dann lieber so rumdrehen, dass da ist und dann sie hier runterrutschen, oder? Wieso? Nee, wäre eher in den Garten, sodass hier die Hinterwand ist und dann hier wird gespielt. Verstehst du? Nee, verstehe ich Die nicht. rutschen dann hier so rein. Nein, die sollen Siehst du hier das? hinrutschen. Nein, die sollen nicht in die Richtung Ausgang mauern. Das ist Gegen die Mauer sollen augenblicklich sie jetzt noch rutschen. nicht drin. Ja, dann mach, wie du meinst, mein Schatz. Ist ja sowieso auch ein bisschen dein Spielzeug. Kann das sein? Ja, ich Das glaube, hast bei dem du ist es extra für dich nicht. besorgt. Guck mal, ich glaube, das ist dann hier zum Pusten, ne? Ja, das ist dann der Puster. So. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein Dann habe ich das Puster. Kabel völlig über dem Sinn. Ich habe extra hier nochmal gemäht. Ich möchte mal, dass es Ja, beständig wird. wir würdigen das jetzt. Justus hat vor 5 Minuten hier noch den Rasen komplett gemäht. Das hat so geregnet Aber in nee, der das ist Nacht. doch nicht schön, wenn die Gäste reinkommen, dann sollen sie das doch sehen und dann ist doch nicht der Rücken hier sein.
jetzt hier nicht der Rücken, sondern du siehst es ja von der Seite. Von mir aus kannst du hier ein bisschen weiter rüberziehen. Oder wir machen es da hinten hin. Nein, einfach da, wo die Mauer ist, den Rücken, damit sie hier reinrutschen können. Ach so, so weit hast du gedacht. Ja, natürlich. Ich muss doch nicht hier mitten in den Rasen. Oh mein Gott, dieses Riesental. Das ist so cool, Justus. Meinst du, das hält mich auch aus? Meinst du, ich kann darauf rutschen? Was? Meinst du nicht? Ich guck mal in die Beschreibung. Also, hier ist die Beschreibung. Mal gucken, was denn da so drin steht. Also, so sieht das Gebläse aus. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis das alles komplett aufgepustet. Ich bin auch gespannt. Bist auch gespannt? Oh, Justus. Kommt dein Spielkind raus? Ja, hätte ich auch gerne gehabt als Kind. Aber das ist auch ein toller Trampolinersatz, ne? Trampolin habe ich da immer irgendwo stehen und das kann ich schnell wegpacken. Und ich merke, die Kinder springen nicht mehr. Schnell wegpacken, dieses Monsterteil hier. Mein Gott, ich habe Angst, dass es zu laut ist. Eins, zwei und... Oh, geht ja schnell. Ja. Also das ging jetzt super schnell. Warte mal, steht da irgendwas drin mit... Das bleibt doch immer an. Weiß ich nicht, Justus. Er schafft doch das Radialgebilde, schafft doch nur einen besonderen Druck. Einen bestimmten Druck. Den schafft er ja auch gar nicht. Ja? Ja. Aber das ist gut. Guck mal, so sieht das aus. Ich mache jetzt eine kleine Roomtour. Also hier kann man rein, beziehungsweise hier, und dann kann man da hochklettern, da. Ich glaube, das zeigen dir die Kinder nochmal, wenn sie da raufklettern und so, aber ist das nicht cool? Das ging super schnell mit dem Aufpusten. Hier kann man jetzt noch, ja? Hier kann man noch dieses Wasserdings da dran machen, genau, kann man, damit die Kinder da runterrutschen. Machen wir jetzt nicht. Der Kindergeburtstag und wenn alle nass sind, dann ist es sehr unglücklich. Okay. Aber sie können ja rutschen und Spaß haben. Aber ja. Ist ja doch größer als ich dachte. Guck mal hier. Das ist ja schon ein schönes Planschbecken auch, ne? Ja. Kannst richtig cool spielen. War auch eine gute Idee, das jetzt so auszurichten. Ne, Justus? Ja. Deine Ehefrau hatte wieder recht. Ehefrau hatte wieder recht. Doch, das sieht hübsch aus. Guck mal. Unser Garten als Kinderparadies. Und wenn du jetzt das Gebläse ausmachst, dann geht es wieder aus. Wenn ich das ausmache, für die Besitzer. Machen wir erstmal fest. Aber ich finde es auch nicht so laut, weißt du? So kann man es auch ruhig laufen lassen. Es ist ein tiefes Brummen. Aber es ist nicht so laut. Ja. Also das ist Elisas Überraschung, wenn sie dann nochmal vom Kindergarten kommt. Dann werde ich ihr erstmal die Augen zahlen, dann darf sie erstmal nicht gucken und dann steht sie hier vor. Mal gucken, was sie dann dazu sagt. Kannst du auch mal reingehen? Aber nee, das ist nur für Kinder bis 10 Jahre. Ja? Ja. Aber vorsichtig. Aber guck mal, das ist gut. Das ist gut. Riesending. Größer als ich auf jeden Fall. Ja, wirklich. Das
verliert er Luft direkt. Ja, und dann sinkt er wieder zusammen. Also man muss das Gebläse laufen lassen. Das brauchst du doch gar nicht. Doch. Hast du ja einen schönen Rasen kaputt. Der fliegt schon nicht weg. Der Rasen ist nicht so wichtig. Für die kleinen Gäste. Können Sie schon schön begrüßt mit Luftballons. Der Loki lässt es sich hier wieder gut gehen. Schön im Schatten, das ist ihm nämlich sonst immer zu warm. Gestern lag er den ganzen Tag. Ich glaube, er weiß, dass ich über ihn rede. Dann meckerst du wieder so. Was gibt's zu meckern? Er lag gestern den ganzen Tag auf der Hollywood-Schaukel, also auf meiner neuen. Und hat sich da, ja, den ganzen Tag lang gut gehen lassen. Bist du süß, Loki? Du bist so ein Wollknäuel. Sieht aus wie ein Kissen. So lieb. So ein toller Kater. Du bist ein ganz, ganz toller Kater. Lass es dir gut gehen, Loki, ja? Viel Spaß heute im Garten. Loki. Hörst du das? Dieser verrückte Kater. Jetzt ist er die ganze Zeit da und motzt. Nur komm jetzt rein. Wie kann man nur so viel motzen? Loki, spring doch einfach nicht aufs Dach. Das wäre für alle einfacher. Oh ja, jetzt bin ich die Böse. Ich werde jetzt aber noch für die kleinen Partygäste, die schon in weniger als 3 Stunden kommen, ich habe so viel Zeit verplempert, Cake Pops machen. Ich habe nämlich gestern schon damit begonnen. Ja, gestern Nacht. Nachdem ich die Torte gemacht hatte, überkam es mich. Und da habe ich tatsächlich noch Cake Pops gemacht. Es war so einfach. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind ja quasi kleine Kuchen. Also ich habe aus den Resten, die ich von dem Kuchenboden abgeschnitten hatte, die dann erstmal so zerkrümelt. Also ganz, ganz klein zerkrümelt und dann mit meiner übrigen Ganache so zerknetet und dann diese Bällchen geformt. Das sind natürlich noch nicht so ganz perfekt, aber das mache ich jetzt noch perfekt. Ich möchte nämlich noch eine Glasur drüber machen. Dafür möchte ich einmal wieder weiße Schokolade einmal einschmelzen und einfach dann, ja, sie darin tunken. Das ist so toll, dann hat man nämlich gar nichts verschwendet an dem, was gestern übrig geblieben ist. Und da, ja, bleibt da schon immer was übrig, wenn man backt und eine Torte macht. Da mache ich ja immer gerne ein bisschen mehr, damit ich dann nicht irgendwie zu wenig habe zum Verspachteln der Torte. Aber dann bleibt natürlich auch eben viel übrig. Und das kann ich ja jetzt nochmal ganz gut benutzen. Also ich werde das jetzt einfach einmal warm machen. Eigentlich kann man das, glaube ich, gut in der Mikrowelle machen. Oder weißt du was, ich mache das doch lieber in der Mikrowelle. Viel schneller. Mache ich mir dann nicht so viel Mühe. Also solange wir die Mikrowelle noch haben, geht das noch. In der neuen Küche möchte ich nämlich keine Mikrowelle mehr haben. Wegen der ganzen Strahlung möchte ich die nicht mehr benutzen. Aber dafür bekommen wir dann einen Dampfgarer und der ist dann sowieso viel besser. Ich habe mir jetzt noch Handschuhe geholt. Damit möchte ich einmal die Cake Pops noch ein bisschen schöner machen. Das hat mir eben nochmal aus unseren Holzspießen so ein paar abgeschnitten. Weil ich natürlich keine Cake Pop, wie heißen das? Diese Lolli-Stäbchen habe, zufällig, nicht zu Hause. Achso, und dann wollte ich noch so ein bisschen Glitzer-Flitzer-Zeug drauf machen, damit es auch richtig hübsch aussieht. Mal kurz gucken nach meiner Schoki, ob die schon gut ist. Was ist denn los, Loki? Sag mal, du bist heute aber auch, ne? Ne, der braucht noch. Was ist mit diesem Kater? Was ist mit diesem Kater? Ey! Ey! Also Futter hat er heute bekommen. Daran kann es nicht liegen. Ach so, Futternapf ist leer. Ja gut, dann könnte es doch daran liegen. Hat die Cookie-Maus wahrscheinlich alles weggefuttert. Ich mache jetzt erstmal meine Cake Pops noch ein bisschen runder. Oh, das ist aber ganz schön fest. Guck mal, wie hart die geworden sind. Toll, oder?
weiß gar nicht, ob ich die erst überhaupt noch ein bisschen runterkriege. Ansonsten ist es auch egal. Das ist ja nur ein kleines Zusatzding zur Torte. Heute gibt es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel weiße Schokolade. Wahrscheinlich ein bisschen zu lange drin gelassen. Ich rühre das jetzt einmal um, lass das schön schmelzen. Das ist einfach nur der Überzug. Wenn der erkaltet, dann wird er wieder so richtig schön fest. Ist halt Schokolade, ne? In fester Form, wenn es bei Zimmertemperatur ist. Also es könnte sein, dass jederzeit mein Handy klingelt und dann möchten Johann und Clara gerne vom Golfen abgeholt werden. Und ich möchte dir heute auf jeden Fall auch noch den Tortenanschnitt zeigen. Ich bin selbst total gespannt, wie der von drin aussieht und natürlich auch wie der schmeckt. Das machen wir erst, wenn die kleinen Gäste da sind. Jetzt werde ich diese Stäbchen einmal hier reinstecken. Okay, ein bisschen in die Schoki dippen soll man das. Und dann ins Loch stecken, damit der Stab drin haften bleibt. Ich glaube, sie werden nicht wunderschön, meine ersten Cake Pops. Ich habe jetzt 9 Stück gemacht. Das müsste ausreichen. Okay, jetzt hat mich meine wunderschöne Tochter angerufen. Sie möchte gerne abgeholt werden. Deshalb beeile ich mich jetzt einmal, weil ich habe die Schokolade ja schon geschmolzen. Deshalb will ich das jetzt einmal schnell fertig machen. Also ich tunke sie jetzt einfach hier rein. Einmal drumherum. So, und dann soll man das irgendwie so abklopfen. Und dann mache ich jetzt noch diese Glitzerflitzer-Zeugs dann. Einfach so ein bisschen da drüber. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Meine ersten Cake Pops. Guck mal, so sieht das aus. Das mache ich jetzt so ein bisschen drüber, wenn die Schoki endlich abgetropft ist. Ja. Meine Cake Pops sind jetzt fertig. Ja, wie gesagt, sind nicht so perfekt geworden. Aber fürs erste Mal finde ich das Ganze in Ordnung. Jetzt muss ich aber einmal Johann und Clara abholen und dann weitere Vorbereitungen machen. Denn dann kommen ja auch schon die kleinen Gäste. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich die Elisa abholen soll, ohne dass sie die XXL-Überraschung sieht. Die Augen sind zu, ne? Du musst warten, bis Mami dich holt. So lange müssen deine Augen zubleiben. Okay? Zubleiben. Elisa, zubleiben. Zu. 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 Augen 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 zu! Augen zu! Augen zu! Das reicht Augen zu! Zu. Elisa, Augen zu! Augen zu, Elisa! Augen zu! So, Elisa, hier ist noch eine große Geburtstagsüberraschung für dich. Eins, zwei, drei! Elisa, das ist sowas! Was ist das? Eine Rutsche. Ja, genau. Willst du mal ausprobieren? Ja, oh mein Gott, wie süß. Du hast ihn und dann könnt ihr reinspringen. Lisa macht immer die ersten Schritte auf die Türrichter, ja? Lisa, ich nehme mal die Krone, ja? Lisa macht immer die ersten Schritte. Oh. Johann, Johann, hier. Geh mal mit. Ich wollte sowieso mal sehen, wie es da drin aussieht. Wow. Oh, cool. Danke, Papi. So, wollt ihr jetzt rutschen? Oh ja. Oh ja. Schaffst du sie, Lisa? Soll ich dir helfen? Oh, kommt ganz gut an, mein Schatz, glaube ich. Haben wir gut gemacht. Ja, ich dachte erst, das sinkt so ein. Ist ein bisschen billig und sackt dann ein, aber nee. Ist echt gut, stabil. Ja. Wie gesagt, kann man das noch. Das ist süße Maus, du! Das beste Geschenk. Gut angekommen, jetzt gehe ich rein. Mama, wir müssen nichts mehr machen. Meinst du, das hält? Ja, das reicht jetzt auch für die Kinder. Die spielen jetzt die ganze Zeit damit. Und ja. So süß. Oh Mann, wir haben noch
ein paar Minuten, dann kommen die anderen Gäste. Deshalb würde ich gerne hier drin nochmal alles schön machen. Also, es ist schon ein bisschen drapiert. Schau mal, da kommt noch die Torte hin, aber meine Cake Pops stehen schon. Melone, ja? Ja, Melone habe ich auch noch eben gekauft, eine Wassermelone. Gekreische. Kindergekreische und Gekichere. Das kommt sehr, sehr gut an. Dann habe ich noch geplant, dass es heute Abend dann eine Pizza gibt, die Kinder dann selber belegen können. Ich glaube, das wird auch ganz schön. Wir hatten die Feier eigentlich jetzt bis 18 Uhr geplant, aber ich glaube, ich werde den Eltern gleich sagen, dass sie erst um 18.30 Uhr kommen können. Können sie noch ganz in Ruhe ihre Pizza essen. Und dann hat Clara das hier auch schon fertig vorbereitet. Das sind ja die Geschenketütchen. Da wollen wir auch eben nochmal einkaufen, so ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht kannst du einmal reinluschern. Warte mal, was kannst du gucken? Kannst du das sehen überhaupt? Genau, das ist so eine kleine Auswahl an Dingen für die Gäste. Und Clara hat übrigens gesagt, sie ist heute Partyorganisatorin. Ja, sie hat Spiele geplant für die kleinen Mädels. Topfschlagen wird hier gemacht. Und irgendwie Hund, irgendwas mit Hund und mein Knochen ist weg oder sowas hat sie gesagt. Das wird sie alles mit den kleinen Kindern machen. Ist das nicht toll, wenn man so große Geschwister hat? Dann können die da richtig mithelfen bei so einer Party. So ein paar Minuten Ruhe haben wir noch, Justus. Ja. Und dann steigt hier die dicke, fette Party. Wie süß. Und jetzt einmal anschneiden. Okay. Nein! Oh, nein, aber ist ja. Oh. Oh nein! Also genau mitten ins Gesicht, Papi. Jetzt muss die Nase dran glauben. Oh, die Nase, für die ich so lange gebraucht habe. Jetzt sieht er traurig aus. Oh, einmal gucken. Oh. Oh, Elisa. Sieht gut aus. Das ist das große Stück von eins. Ja, genau, das ist das größte Stück von eins. Nächster, wer möchte auch noch haben? Ich. Oh. Oh. Mach das schön. Oh nein. Oh nein. Aber alles gut. Ja. Wir haben volle Bude, die Mädels sind draußen. Vielleicht hörst du sie, sie sind auf der Hüpfburg natürlich, das ist eine super Attraktion. Wir haben jetzt auch schon Pizza belegt, also die Mädels haben sich das selber belegt. Jeder hat so ein Viertel bekommen und hat sich das ja, so gemacht, wie man es haben möchte. Justus macht nochmal ordentlich Käse drauf, für uns zumindest. Ja, das kommt jetzt in den Backofen, dann gibt es das zu essen als Abendessen, dann können sie noch ein bisschen spielen. Und dann ist der Geburtstag auch schon, hum, oh, dann haben wir es geschafft, Justus. Wohl, ich finde es total angenehm. Was total krass ist diesmal, Clara hat alles übernommen. Also ja, sie bespielt die Kinder und macht Spiele, Topfschlagen und so weiter. Topfschlagen, Stopptanz hat sie gemacht. Bello, dein Knochen ist sehr gut. Ja genau, also sie macht komplett die Partyorganisation. Ich habe schon zu Justus gesagt, ob jetzt macht sie das jedes Jahr. Ja genau, engagiert. Oh, ja genau, engagiert. Ja, also total schöner Tag. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich dich jetzt auch ein bisschen bei der Party mitgenommen habe, noch ein bisschen mehr gezeigt habe als sonst in den Geburtstagsvlogs. Es hat uns auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.